Leider der nächste Langzeitinsasse seit 2017, der schöne Azor. Also wer einen Schäferhund mag, schönes Tier. Oder ist ein Schäfermischling, ja, auf jeden Fall. Typischer Schäferhund. Körper. Aber hinten zum Glück nicht die kurzen Beine. Viel Fell, schöner Hund. So, der Rüde Azor ist Langzeitinsasse aus 2017, armer Hund. Er ist ca. 2013 geboren, also so 10, 11 Jahre, Mischling, groß, ja, so wie ungefähr unser großer Mopi. Ist der Azor auch ein großer Hund? Die Beschreibung, Azor kam am 28.06.2017, also vor genau 7 Jahren nach dem Tod seines Besitzers zu uns ins Tierheim. Wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen er dort gelebt hat, denn der Umgang mit ihm war anfangs schwierig. Wie Leute mit Hunden umgehen, also die Vorbesitzer. Na. Die meisten haben es wahrscheinlich besser im Tierheim als wie basiert bei seinen Vorbesitzern. Jetzt hat er sich sehr verändert und insbesondere zu unserem Mitarbeiter Oleg hat er ein inniges Verhältnis aufgebaut. Man sieht da, dass die Hunde Bezugspersonen wollen, brauchen und dass dann immer eine tolle Partnerschaft entsteht. Genau. Wenn er mit ihm Gassi geht, ist er ein anderer Hund. Ja. Man merkt das Herrschen, also Oleg kümmert sich um ihn, er ist für ihn da. Azor blüht dann förmlich auf, ist sanftmütig, gehorsam und völlig frei von Aggressionen. Auch unsere Mitarbeiterin mag er, aber nicht so sehr wie Oleg. Wenn er frei auf dem Tierheimgelände laufen darf, dreht er sich auf und ist sehr fröhlich. Azor ist ein Hund, der seinen eigenen Charakter hat und Zeit braucht, ja. Fremden Personen zu vertrauen. Er mag die Gesellschaft anderer Rüden nicht, also er mag die Gesellschaft anderer Rüden nicht, die von Hündinnen schon, ja, ist bei den meisten Rüden so. Also ein schöner Hund, großer Hund, gibt Pfötchen. Nachtrag, gegenüber Fremden ist Azor noch immer sehr misstrauisch. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Bei den Tierheimmitarbeitern hingegen sehr lieb. Fremde Personen dürfen nicht einfach anfassen oder anleihen. Ist auch gut so, also einfach anfassen, anleihen sollte man nie einen fremden Hund. Der Hund weiß auch nie, kommt es zu einem zum Streicheln oder zum Schlagen. Also von daher. Perfekter Hund für eine Familie mit großen Kindern, für ein Pärchen, die Spaß an einem Hund haben, der groß ist. Und ich glaube, wo ein bisschen Schäferhund dabei ist, der sich ganz dem neuen Herrscher Frauchen vertraut. Nach einer längeren Eingewöhnungszeit, aber ist nicht schlimm. Dann denke ich, was ein sehr guter Hund, schöner Hund. Videos bleibt nicht dabei. Okay, Azor, ich hoffe, du findest was. 7 Jahre im Tierheim sind absolut zu lang. Große Hunde haben wirklich schwer, aus dem Tierheim rauszukommen, gerade im Osten. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut, mein Freund. Ciao.